Also ich freue mich sehr drauf, wie in jedes Jahr, auf die Woche in Aachen. Darf dieses Jahr wieder in einem Team dabei sein und hoffe natürlich auf eine schöne Woche. Wird schwierig, so wie im letzten Jahr, aber ich hoffe auf eine gute Woche. Ja, ich bin natürlich wieder für unsere deutschen Dressurreiter zuständig und darauf freue ich mich ganz besonders, auf unseren Nationenpreis und auch auf den Deutsche Bankpreis am Sonntag. Und natürlich auch mit großer Spannung werde ich den Nationenpreis im Springen am Donnerstagabend verfolgen. Ich freue mich riesig drauf. CIO ist immer 10 Tage lang Hochgenuss und mein traurigster Tag ist immer, wenn das Turnier zu Ende ist. Klar freut man sich drauf. Man arbeitet ja mit unserer ganzen Mannschaft, arbeiten wir, und eigentlich ist das mal zu weit. Dann geht's los und okay, das ist ein bisschen gesunde Nervosität ist da. Aber trotzdem, ja, toll, wenn die erste Pferde kommen am Mittwoch und dann Freitag die erste Prüfungen. Ja, das ist schon gut, dann geht's endlich mal los. Also für mich ist das sicherlich eine der schönsten Zeiten im Jahr. Man lernt sehr viele neue Menschen kennen, man kann sehr interessante Unterhaltungen führen. Und wer den Sport einmal hier in Aachen erlebt hat, der weiß, dass man jedes Jahr wiederkommen muss. Und selbst wenn man Präsident ist, weiß man, dass man hier tollen Sport erlebt und dass wir eine tolle Woche haben werden. Das ist für mich ja auch so der Beginn in die etwas ruhigere Sommerzeit. Die vielen Themen, die einem im Alltag so hektisch begleiten und auf dem Tisch liegen, die rücken dann so ein bisschen in den Hintergrund. Und man konzentriert sich auf die Sörs, man trifft unheimlich viele Gäste und es ist für Aachen immer eine tolle Stimmung aus Spitzensport, aber auch Treffpunkt in Aachen, in der Sörs. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich habe vieles erlebt in Aachen die letzten Jahre. Also ich bin mit meinen Prognosen da immer sehr, sehr vorsichtig und versuche das erstmal in Ruhe auf mich zukommen lassen. Schauen, wie die Pferde in die Woche reinkommen, wie die Bedingungen sind, wie sie sich anfühlen. Und dann versuche ich, mein Ding zu machen und nicht daran zu denken, ob ich jetzt Erster, Fünfter, Achter oder Dritter werde. Also mit dem Team hoffe ich natürlich, dass wir gewinnen können und dass wir nicht wie im letzten Jahr erst zurückliegen und dann nochmal Gas geben, sondern dass wir das möglichst von vornherein mit tollen Leistungen schon mal untermauern können. Und im Einzelnen hoffe ich natürlich auch, dass meine Reiterinnen je nach Tagesform ganz weit oben stehen. Ich bin jetzt diese Woche noch ganz viel unterwegs bei den Reiterinnen und schaue beim Training über die Schulter bzw. stehe in der Bahn, um zu gucken, was wir noch ein bisschen verbessern können. Und dann werde ich heute in einer Woche, also am kommenden Montag, ab mittags vor Ort sein, dann geht's los. Ich freue mich besonders, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Lächeln nach Hause gehen. Denn das ist die Idee, die wir haben, dass die Menschen Freude haben. Wir möchten gerne für die Sportlerinnen und Sportler die besten Möglichkeiten bieten, damit sie perfekt ihren Sport präsentieren können, um ihnen die beste Möglichkeit zu geben, ihren Sport erfolgreich nachzukommen. Und auf der anderen Seite möchten wir ganz die Zuschauer sagen, Mensch, war toll, hat Spaß gemacht, um im Idealfall den Nachbarinnen davon erzählen.